Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Crusader Kings 3 hier auf Gen X Reloaded. Tobi bin ich und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind zurück bei König Tankmar dem Zweiten, der ja inzwischen ein bisschen älter geworden ist. No? Wieder Zeit für ein neues Thumbnail, denke ich. Und ja, er ist eigentlich relativ zufrieden, denke ich. Denn es läuft gut. Wir veranstalten unser Festmahl. Ein Festmahl. Fangen da gerade erst an. Aber bevor wir da hingehen, gucken wir erst mal, was hier noch ist. Blip, blip. Oh, wir können das den Titel Königreich von Ostfrankenreich schaffen. Kostet 300. Machen wir das doch, oder? Ja, aber eigentlich will ich ja das angrianische Königreich bleiben. Königreich von Angrich. Ja gut, aber das muss ja nichts unbedingt heißen. Ich habe ja auch das Königreich von Pommern. Unter meinen Titel. Ich bin auch König von Pommern. Und es ist ja trotzdem noch Angria. Aber ich schätze mal, wenn ich das erschaffe, dann ist das halt das Königreich von Ostfrankenreich. Vom Ostfrankenreich und das, ja, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Kurz zumachen hier. Das wäre hier, ja, ich habe die größten Teile vom Ostfrankenreich noch überhaupt nicht. Deswegen lassen wir das erstmal, würde ich sagen. Oder? Könnt mir ja gerne in den Kommentaren lassen, was ihr dazu von haltet. Ob ich das Ostfrankenreich wieder aufleben lasse. Oder ob ich das Königreich von Angria bleibe. Ja. Gut. Ansonsten. Habe ich bei den letzten Krieg irgendwelche Gefangenen gemacht? Nee. Und ja, nee, freigelassen. Und ich habe keine Erzeugwarte. Egmund. Dann macht er halt auch den Erzeugwart. So, ihr Wald ist, ja. Gut, dann würde ich sagen, können wir uns jetzt um unser Festmahl. So, fangen wir damit an, wa? Aber dass es mit der Lautstärke geht. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Der Ehrengast ist da. Aber es dauert nur 50 Tage knappe, bis es beginnt. Oh, Pirinelle, Tochter von König Beatrice von Lothringen, hat ein Kind zur Welt gebracht. Das Teil der Ludolfinger-Dynastie sollte es einen guten Namen. Gerberga ist aber kein guter Name. Ach, hier ist auch Peronell. Sophia, Patricia, was haben wir denn da an Vorfahren? Sophia Pleasance. Ein schöner Name. Peronell, Irmgard. Rosanna. Miroslava, ja, nee. Gerhild, Krüler, Gacht. Unr. Hildegard. Sophia ist dann Jadwiga. Odelinda. Warum bin das. Das Pleasance jetzt nicht wieder angezeigt? Mann. Athanasia. Athanasia. Pleasance. Nehmen wir doch Pleasance. Ja. So, kurz Pause. Wir können einen neuen Vorzug Entführer. Ermöglicht die Entführung, das Entführung komplett. Für alles gewappnet, gegnerische Feind, segeles Komplement. Komplott Erfolgschance minus 25%. Gegnerische Feindselig
Feindsiegel, die komplette Effektivität gegen eure Höflinge, minus 10. Gut gemachte Arbeit. Feindseligkeit, komplette Erfolgschance von minus 25. Aber habe ich hier doch auch. Dann nehmen wir erstmal das. So, und ich wollte eben gucken. Jetzt hat nämlich unser Sohn, unser Erbe, hat jetzt endlich zwei, selber ja zwei Erben. Aber, oh, ich schon wieder was in den Hals, tut mir leid. Aber zwei Frauen, zwei Mädchen. Na gut, nützt ja nichts. So, da immer noch. Passiert nichts. Wieder Hofeigenschaften. Ja. Erneuter Dschihad. Oh, oh. Das Haus des Islam wird in unserem Herzland durch die anstürmenden Horden, Heiden und Ungläubigen bedroht. Als Antwort darauf hat seine Magnifizienz Kalif Urak erklärt, dass das Zeitalter des neuen Dschihad über die Welt hereingebrochen ist. Die Kerngebiete des Dar al-Islam müssen um jeden Preis zurückerobert werden. Als rechtschaffenen Muselmanen sollen sich die Mushadin anschließen und sich auf den Kampf vorbereiten. Es könnte der Beginn noch nie dagewesener muslimischer Aggressionen sein. St. Georg wird uns beschützen. Muslimische Glauben können Dschihad verwenden. Okay. Wir haben die Aremila-Sphäre. Mal gut zumachen. So. Was können wir denn jetzt hier noch machen? Schildgeld bringt. Schalte die Vasallenbande Schildgeld frei. Republikanische Vasallensteuer plus 5%. Dauert 217 Jahre. Verstädterung. Gemeinden erreichen den maximalen Malus bestehender Entwicklung nun bei 55 Entwicklung. Okay. Dann muck wie dat. So. Und weiter geht's. Oh, jetzt fängt's gleich an. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt. Edelleute von nah und fern. So viele Happen zur Auswahl. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Fest mal beginnt. Willkommen, meine Freunde. Und natürlich unser Ehrengast, Fürstbischof Humbert. Friede Maria. Euch, ihr schmeichelt Marcelino. Okay. Was habe ich da gestern Nacht versprochen? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es losging. Ich weiß noch, wie mein Vasall Bürgermeister Janusz einen Klaps auf den Hintern von mir bekam und ich zu ihm sagte, dass ich alles tun würde, was er mir von mir verlangt. Warum zum Geier sollte ich das tun? Jetzt machen Gerüchte über den Eid, den ich geschworen habe. Versprochen ist versprochen, ganz genau, was die Umstände aussehen. Bürgermeister Janusz hat ein schwaches Druckmittel. War nur ein betrunkenes Gefasel. Ja, fünf Meinungen von mir. Verlieren, das ist egal. Ich habe den Großteil des Abends damit verbracht, mich näher an Fürstbischof Humbert heranzutasten, ohne dass es gezwungen wirkt. Schließlich entstehen die besten Freundschaften auf natürliche Weise und ich möchte, dass er diese Sache hier für den Augenblick herausgeboren hält. Humbert wischt sich sanft den Mundwinkel mit einer Ecke des befleckten Tischtuchs ab und entfernt ein paar Gebäckkrumen. Ich hoffe, dass der nächste Gang ein wenig leichter ist, meint er. Ein Festmahl soll doch ein abwechslungsreiches Erlebnis bieten. Bisher fühle ich mich eher wie ein Mastvieh, als wie ein betörter Gast. Ja, leider war dies wohl eine schlechte Wahl. Diplomatische Herausforderung, mögliche Ergebnisse, 29%, ihr bezaubert ihn voll und ganz, Fürstbischof Humbert wird mein Freund. Ebenfalls 29%, er würde sich gern weiter unterhalten, hier kommt eine Freundschaft mit Fürstbischof, also ich mit Humbert näher. Und 40%, ihr seid unterhaltsam, aber nicht so unterhaltsam, Fürstbischof mit 30 Meinungen, naja gut, aber das wäre jetzt alles nicht das Schlechteste. Ihr wisst aber, dass hier nicht mein Festmahl, dass hier mein Festmahl ist. Er hat 52 Prestige und er verliert 50 Meinungen von mir. 10 Meinungen.
spreche lieber etwas wenig Kontroverses. Schwierig, ich will ja jetzt auch kein Schleimer sein, aber ich will ihn jetzt auch nicht vom Kopf stoßen. Ah, er würde sich gern weiter unterhalten. Sehr gut. Bis zum Besparen plus 25, hat jetzt 51. Im Laufe der Feierlichkeiten kann ich nicht umhin, Blicke mit Emma auszutauschen. Emma von Zaza. Ich bin ja durch und durch Ehrenwerte, doch bisher fühlte ich mich selten so versucht, eine neue Beziehung zu erproben. Und wir werden mal sehen, wohin der Abend uns führt. Beschlaft Emma. So tief darf ich nicht sinken. Nee, eben. So tief darf ich nicht sinken. Ist sie denn irgendwas Besonderes? Also, jeder Mensch ist was Besonderes, versteht mich da nicht falsch, ne? Aber ich meine jetzt von Rang. Sie hat 6 Ansprüche. Oh, sie hat Ansprüche. Ach stimmt, die Emma ist das. Ah. Die zweite Frau von meinem Vater. Die Ansprüche auf Königreich von Bayern, Herzogtum von Bayern, Grafschaft von Regensburg, Grafschaft von Eschenlohe, Grafschaft von Frankenhausen und Grafschaft von Rotenburg. Ja, aber nein. Jetzt 15, kriegt 15 Meinung, bekommt sie von mir. So, kurze Pause. So, was haben wir denn hier? Ja, König Tankmar, der zweite schmeichelt Marcelinia. Hat 100 Ränke Spiellebens. An dem Ziel, ja, ein Druckmittel gegen Marcella zu finden. Marcelinia hat 10 Meinung von Dietmar von Rostock, Schoßkatze von Herzog Walter. Auswirkung: Dietmar von Rostock hat 20 Meinung von Herzog Walter. Ja, okay. Ihr habt ein Druckmittel gegen Marcelinia erhalten. Okay. Die große Tafel, an der der Hochadel auf dem Podest saß, gab ein lautes Krachen von sich. Und einen Augenblick später gab sie unter dem Gewicht der Speisen und vergoldeten Verzierungen nach. Als ich und meine geschätzten Gäste uns zum niederen Adel setzen mussten, saß am Ende mein Fürstbischof Humboldt neben mir. Herzog Walter reagierte darauf allerdings pikiert und erzählte allen, was für eine obszöne Ungerechtigkeit es doch sei, unter Edelleuten sitzen zu müssen, die kaum besser seien als Gemeine. Als der Hochadel sich unter den niederen Adel mischte, wurden Worte der Freundschaft unter der Feindschaft zwischen Personen ausgetauscht und der Feindschaft zwischen Personen ausgetauscht, die sonst kaum miteinander zu tun haben. Humbert und ich unterhielten uns den ganzen Abend lang und wir waren uns einig, dass das nicht das letzte Mal sein sollte, dass wir gemeinsam speisten und lachten. Welch grandioser Abend. Er ist mein Freund. Yay. Das Fest nähert sich seinem Ende und meine Besucher erwarten sicher, dass ich Fürstbischof Humbert anspreche, unseren geschätzten Ehrengast. Traditionellerweise reicht es, ein paar Worte zu sagen und mit Würzwein anzustoßen. Allerdings hat Humbert ja nicht viel mehr getan, als sich überhaupt blicken zu lassen. Dieses Fest war mein Einfall. Ich habe dafür bezahlt und die Leute eingeladen. Und nun stoßen wir auf Fürstbischof Humbert an. Er erhält 150 Prestige, bekommt Humbert. Er erhält 10 Jahre lang hochgeschätzt. Dieser Charakter wurde öffentlich beim Festmann als Adel in Gärten monatlich Prestige plus 20%, gewinnt 30 Meinungen von mir. Nun zu einem wichtigen Punkt. Wer ist der Speichellecker der Stunde? Doch wohl eigentlich unser beleidigt Humbert, anstatt ihn zu schmeicheln. Ja, nee. Es freut mich sehr, dass ich alle bewirten durfte. Ja, gut. Er ist unser Ehrengast. Also, klar ist das mein Festmahl, aber das wissen die Leute doch auch. Die sind ja schließlich in Wölpe an meinem Hof. Und, ja, deswegen. Und er ist mein Ehrengast. So. Als meine Gäste aufbrechen, scheint sie beste Laune zu sein. Sehr schön, dass Adilla nicht geht, ohne mir liebevoll zu sagen. Wir wissen beide, dass wir ihn schon bald wiedersehen werden. Adilla von Kiel gewinnt 10 Jahre lang 30 Meinung von mir. Ein Führer, hervorragende Person. Aufgabe erledigt. Herr Herzog Wittgels, der Langschendel von Holstein, hat die Aufgabe mehr Kontrolle in Gemeinde von Bremen beendet. Nur wenige Kerzen glimmen noch, als die letzten Gäste gegangen sind. Ich höre Seufzer der Erleichterung von ein paar Dienern, nachdem sich die Türen geschlossen haben. Das Essen ist noch warm auf den Steingut-Tellern.
Bald wird die Kunde die entlegensten Winkel des Reiches erreichen und jeder Adelige, der etwas auf sich hält, wird wissen, dass meine Pracht unvergleichlich ist. Da alle meine Gäste die Burg nun verlassen und dabei den gesamten Inhalt meiner Speisekammern in ihren Bäuchen haben, kann ich voller Stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Dennoch bin ich dankbar, dass das alles erstmal vorbei ist. Und damit ist alles erledigt. Jeder höfische Vasall, 5 habe ich, gewinnt 20 Meinungen von mir. Jeder nicht höfisch teilnehmende Vasall gewinnt 50 Meinungen von mir. Er hatte 230 Prestige, ihr macht Fortschritte für die Eigenschaft eifrige Frohnatur, ich verliere 47 Anspannung. Und Grafschaft von Wölpe erhält für 5 Jahre großes Bankett. Hier wurde ein großes Festmahl veranstaltet, Entwicklungszuwachs plus 20%, Volksmeinung plus 10. Okay. Wein, Bier und gutes Essen. Was könnte es für einen besseren Ablenken von den Sorgen der Welt geben, als ein Abend voll ausgelassener Lustbarkeiten? Am Ende jedes Festmahls stelle ich fest, wie ich schon das nächste plane. Frage mich, wer kommen wird. Hält die Eigenschaft eigenfrige Frohnatur. So, jetzt muss ich mal gucken. Festmahl wurde abgeschlossen. Effekte der... erstmal hier zu machen. Jeder höfische Wasser, das haben wir gerade schon gelesen. Und Festmahl abschließen. Dankeschön. Ja, gleich das nächste. Also hin. So, ich kann Kriege erklären. So, dann lasse ich das nochmal kurz laufen. So. Und dann gucken wir mal. Hey, hier geblieben. Wo wir als nächstes hin müssen. So, zuletzt war ich in Bremen. Gehen wir jetzt nach Münster. Münster! 11 Monate braucht das. Ah, cool. Ja. So. Okay, dann können wir weitermachen. Oh, was hier? Lukulischer Exzess. Was ist mit dem Sound los? Jeden Tag scheint es, als würde man an meinem Hof nur über das nächste Festmahl reden und viele sind in letzter Zeit recht stattlich geworden. Das kulinarische Treiben wird davon befeuert, dass Königin Maria, Tobe und Ihabald sich beständig regelrecht drum balgen, meinen überarbeiteten Köchen das nächste denkwürdige Mahl abzuverlangen. Heute ist es mein Höfling Ihabald, der förmlich schon sabbert. Alinzer, heute Abend lasse ich die Küche die schmackhafteste Soße zubereiten, die Menschheit je gesehen hat. Serviert mit 10 gebratenen Vögeln. Hungrig leckt er sich die Lippen. Bischof Humbert seufzt abschätzig, diese flüchtigen Freunde sind nichts verglichen mit der Gnade, wie sie die höchsten Mächte schenken. Oder wie es Gott. Ich kann es kaum erwarten. Ich halte 14 Hofpracht, ich verliere 32 Anspannungen, weil ich eifrige Frohnatur bin. Königin Maria gibt 10 Meinungen von mir. Tobe gewinnt ebenfalls 10 Meinungen und Ihabald auch. Nur Fürst Bischof Humbert verliert 10 Meinungen. Die alte Spaßbremse. Cool, dass ihr jetzt hier Abraham Nudelfinger. Ja, wie viel hat er denn? Hat jetzt 100. Ja gut, dann ist das ja nicht so schlimm. Oh nein, ich bin fettleibig geworden. Hä? Zwiegbärt. Kuladen. Mein Neffe. So, gleich muss ich jetzt mal mich um die Fettleibigkeit kümmern, aber ich wollte jetzt mal gucken, wie das hier aussieht. Plus 16. Ich könnte ja eigentlich jetzt hier aufhören, ne? Der hat jetzt 100 von mir, genau. Dann kümmere ich mich nämlich um... Hey! Griff in Vladislava. Einfluss auf. 95% Erfolgschance. Gut. Und dann wollte ich, genau, wegen meiner Fettleibigkeit. Nee, falsch. Da. Die Gewichtsverlust. Nimmt ab.
Bringt die Pugierwinde. So. Okay. Dann haben wir das auch. Und, ja. Genau. Wir wollten ja, ich wollte noch mal gucken, wie weit sind die? Die brauchen noch ein bisschen. Also theoretisch könnte ich dann jetzt eben gegen Friesland angehen. Ansprüche von euch. Dafür von Duku. Aber ich kann auch eben noch Groningen, Ansprüche von Groningen holen. Groningen holen. Fingieren, wie auch immer. Gut. Was denn hier schon wieder jetzt? Wie viel könnten wir denn kriegen? 756. Hui. Hui, 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 hui. Das ist natürlich nicht wenig Geld, ne? Aber momentan nicht nötig. Würde ich mal ganz stark sagen. Ja, ich weiß das. Du müsst mir nicht alle 2 Sekunden sagen. König Tassilo der Vierte hat deren Hofsprache geändert. Wovon König Tassilo spricht jetzt Sächsisch? Nice! Nice, nice! Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt ist es gut mit dem... Hab's verstanden, das musst du mir nicht alle 2 Sekunden sagen, dass ich mir Geld pumpen kann. Was? Jagd von Herzogin. Beides in meinem Reich. In Deutschkrone. Baronie von Deutschkrone. Stralsund. Mal kurz gucken. Erzspielrat 50. Herzogin Utilindis plus 80. Ja, dann gehe ich lieber nach Mann, nach Spitgo. 200 Wachen an, verdächtig. 22 Sicherheit. Gut. Ein neuer Anfang. Kameradverwalter Herzog Spitgo richtet ein großes Ereignis, eine Jagd aus, in Stralsund. Und es ist Zeit für unsere Abreise. Ich sollte in der Lage sein, das Haus Ludolfinger mit Stolz zu vertreten. Dürfte eine tolle Sache werden, wenn es alles ordentlich, wenn alles ordentlich anberaumt wird. Ich kann es kaum erwarten. Wie alt ist denn 54? Ihr seid immer für mich da. Und ich hoffe, dass ihr wisst, wie dankbar ich dafür bin. Mein Mündel Zwitopelk tritt an mich mit einer seltenen Besinnlichkeit heran. Aha. Bro, der ist 10. Wenn ich es brauche, dann erwarte ich, dass ihr auch für mich da seid. Nee, das ist, was heißt, ein Vormund zu sein. Ja, logisch, ne? Deswegen ist man ja vor. Und. Da laufen wir. Aufgeschlagenes Lager. Während wir auf die Ankunft der übrigen Gäste warten, hat Herzog Spitgo mit den Vorbereitungen begonnen. Seine Wildhüter suchen jeden Tag für die Ländereien nach Anzeichen von Beute ab und errichten ein Lager in der Nähe der Jagdreviere. Ich habe meine Ausrüstung und mein Pferd viele Mal überprüft. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Bald. Naja, ist noch ein Monat. Was ist das denn? Nur schnell jetzt.
Bürgermeister Butzida versammelt die Gesellschaft, als die Sonne über dem Lager am Gelände unweit von Stralsund aufgeht. Die örtlichen Wildhüter haben die nähere Umgebung nach Fährten und Losungen durchkämmt. Man trägt mir zu, es gebe keinerlei Anzeichen für einen Hirsch oder Wiesentherde in der Gegend. Doch der Boden hier ist gut geeignet für eine Jagd auf eine bestimmte Sorte von Beute. Hase. Na ja, gut. Letzten Endes legt sich Herzog Spitko auf eine bestimmte Beute für heute fest. Hase halt. Ja, also Losungen, ne? Wer es nicht weiß, das sind halt die Losungen halt der Tiere. Also Kot. Und ja. Ein kleiner Funfact, die Wisente, also wie der Wisent, das Wisent, also ein Rind, das war mal fast ausgestorben in Deutschland, aber durch Zucht im Zoo und so sind die jetzt wieder heimisch und gibt es jetzt wieder. Aber das mal nur so als kleine Info zwischendurch. Ja. So, ich muss kurz Pause machen. Bestie erlegen. So. Dann erlegen wir mal die wilde Bestie, den fiesen Hasen. Wer kennt ihn nicht? Wechselnde Interessen, was ist denn jetzt los? Ich habe Zwitopelk dabei zugesehen, wie er mit anderen Kindern spielte, als Varin plötzlich versucht, ihn zu Boden zu schubsen. Das verging jedoch schnell wieder, da Zwitopelk bald ein ganz neues Spiel draus machte und schon war das letzte Spiel wieder völlig vergessen. Manchmal muss man einfach nach vorne schauen und weitermachen. Sprunghaft. Er darf sich so etwas nicht gefallen lassen. Zornig. Zwitopelk muss lernen, dass man mitunter auch die anderen Wange hinhalten muss. Na, uff. Ja, aber zornig soll er nicht werden. Sprunghaft dann eher. Meine Bekanntschaft Lech erspäht unsere Jagdbeute als erstes. Das prächtige Männchen ist schwer auszumachen, doch es ist ohne jeden Zweifel hier und beobachtet uns aus seiner Deckung heraus, aus dem dichten Unterholz. Herzog Spitko läuft den Tier hinterher und ruft mir nach, es entkommt. Ja, das ist immer eine super Idee, bei der Jagd laut rumzuschreien. Das ist super toll, Herzog. Du kleiner Trottel. König Tankmar fand Raubvogeleier. Hat 10 Gold erhalten. Hab ich. Auswirkungen leicht erhöht, die Erfolgschance. Lech zu Slupska und König Tankmar der Zweite kam sich beim Jagen näher. Hat 15 Meinungen von mir erhalten. Und umgekehrt. Zog Spitko hat beschlossen, einen Hasen zu jagen und in die Enge zu treiben. Los geht's. Seid gegrüßt, mein Leilele. Reizender Lehnsherr. Mann, ey. Ich habe die sächsische Sprache. Wer ist ein bisschen so? Humbert. Viele Monde studiert und diesen Brief persönlich in der sächsischen Schrift verfasst und euch gewidmet. Ein Freundschaftsbrief von jemandem, der auch Hochdeutsch spricht. Ich wünsche mir, dass unsere zukünftigen diplomatischen Beziehungen für uns beide von großem Nutzen sein werden. Gezeichnet fürs Bischof. Okay. Aber der ist doch sächsisch. Okay. Alles klar. Er hat sächsisch gelernt? Beeindruckend. Dann sendet meine Grüße. Herzog Spitko beleidigt Lech zu Stupska. Wir können kaum mit den verfluchten Vieh mithalten, als es wild Haken schlagen und piepsend davon sprecht. Das Tier klemmt einen Abhang und verschwindet in einem Dickicht und ist ebenso schnell wieder fort, wie es aufgetaucht war. Und alles, was wir vorzuweisen haben, sind hechelnde Hunde und abgekämpfte Pferde. Ja, das kommt halt davor. Mein Freund Tankmar ist verstorben. Mein Cousin. In Altersschwäche. Im Alter von 72. Hinten ist was gelaufen. Tanken wir von Kiel. Wer ist denn jetzt hier? Herzog Balduin.
Titel beanspruchen. Wieso kann ich kein Bündnis? Na gut. Das verdammte Ding ist weg. Super, da können nicht mal Nasen von. Alles, was schief gehen konnte, ging gefühlt auch schief. Doch es gab auch Silberstreifen am Horizont. Bürgermeister Buzida versammelt die enttäuschte Jagdgesellschaft und die erschöpften Hunde für die Heimreise. Der Hase ist uns tatsächlich entkommen. Dieses Mal. Alter, ihr könnt nicht mal Nasen jagen? Wollt ihr mich verkackeiern? Jetzt mal ehrlich. Lassen wir dieses Abenteuer fürs Erste unter uns. Ja. Verlor 3. Herzog Spütko vom Wilzenland. Verlor 38 Anspannung, erhielt die Eigenschaft Jäger, erhielt 5 Eigenschaftserpaarung im Venator. Jeder Teilnehmer Gast erhält 56 Prestige. Okay. Jetzt noch mal schnell hier gucken. Ich habe keinen Hofarzt. Wieso habe ich keinen Hofarzt? Habe ich was verpasst? Stand hier gerade irgendwas? Na, dann können wir den schon mal einen suchen. Ja, kann ich hier bei den Aktivitäten bzw. bei den Entscheidungen einen Azug suchen. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, die Folge verging echt schnell. Dann war es das für diese Folge schon wieder. Wir haben eine Jagd hinter uns gebracht, nicht erfolgreich, weil wir zu doof sind, den Hasen zu jagen. Und ja. Und wie anfangs schon gesagt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren lassen. Da lassen, eure Meinung lassen, ob ich sagen, nicht lassen, ob ja, ich das Königreich Angria behalten soll oder ob ich halt das Königreich von Ostfrankenreich wieder aufleben lasse. Ja, gut, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre nice, teilt das Video, wenn ihr möchtet und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher, bye bye, euer Tobi.